Gebt auf euch Acht, während ihr hier seid. Sindanwe ist hinter uns her. Sie interessiert sich nur für die Arbeit und hält uns als Sklaven. Aber die Sklaverei wurde doch abgeschafft. Wenn ihr euch an die Eiferer heranschleichen wollt, verklagt... Ja, ihr habt irgendwie alle das Gleiche zu sagen, ne? Was sage ich mit dem anderen Haus? Relands Haus. Wer bist du denn? Relan, ich bin es, der tötet. Ich bin es, der jagt. Ich bin es, der die Felder und Bauernhöfe für Sindanwe sauber hält. Frei von Ungeziefer, frei von Viechern und Leuten, die unser Getreide nehmen und mit ihren bösen, bösen Zähnen auffressen würden. Ich wünschte, ich hätte mehr Zähne, riesengroße Reißzähne auf Armen und Beinen, um sie zu fressen, bevor sie uns fressen. What the fuck? Sindanwe denkt, sie starke Frau. Nicht so stark wie Relan. Sie in Ordnung. Lässt Relan töten, was tot soll. Relan mag Köpfe abbeißen. Relan nicht sehr klug. Hier ist es schön. Viel Ungeziefer für Relan. Viel Blut. Viel Blut. Ich will niemals das Blut eines Ungeziefers trinken. Die beste Methode, einen gehäuteten Hund zu töten, ist mit einem Feuerball oder einer starken Waffe. Eine starke Waffe. Passt auf euch auf. Ja, ich sehe schon. Skelette, Leichenteile. Eine Schere. Blut. Ob er dieser Scherenmörder aus Clock Tower ist? Dieser Scherenbubi-Männchen. Den Baum da hinten kann man hier glatt für so eine Kreatur halten. What the fuck? Ja, Monster. 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 Ich könnte sie zwar töten, aber es wäre lustiger, ihr... Naja. Wie hat er so schon gesagt, ihr das Leben zur Hölle zu machen? Bitte beeilt euch. Ich muss mich um einen Bauernhof kümmern. Der läuft nicht von allein. Ja, aber erstmal holen wir uns ihr Notizbuch. Man kann es ihr entweder aus dem Inventar klauen oder wenn die Sympathie hoch genug ist... Was sie, glaube ich, nicht ist. Sie muss 70 sein. 70 plus. Aber hey, dafür haben wir Zauber. Wiedersehen. Bitte beeilt. Für ja. Euch selbst. Es ist mein privates Tagebuch. Ich schreibe jeden Tag darin. Manchmal sogar mehrmals am Tag. Ich muss das machen. Es hält meine Gedanken zusammen. Kann ich es mal durchlesen? Naja. Ich habe es noch nie jemandem gezeigt, aber ich glaube, euch kann ich vertrauen. Hier, seht es euch an, aber bringt es zurück, ja? Ja, ja, keine Sorge, das machen wir schon. Wir sind eine bäuerliche Gemeinschaft, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Zumindest, wenn ich diese Faulenzer dazu kriege, mal richtig anzupacken. Relan ist der Einzige hier, der so etwas wie einen Wert hat. Und auch das nur, weil er so gerne Ungeziefer jagt. Es gibt Schmieden in Neu-Sheot, die Bernstein und Wahnsinnserz sammeln. Ja, aber der mit dem Bernstein... Ich möchte jetzt wieder an die Arbeit, wenn es euch... Ja, ja, okay, du mal an die Arbeit. Ich glaube, sie darf sogar nicht zu Hause sein. Wenn wir ihr Haus durcheinander bringen. Speichern wir einfach mal ab. Einfach mal 2 Stunden warten. Dann wird sie bestimmt im Bett liegen. Und schlafen! Und gar nicht mitbekommen, was wir hier so treiben. Wobei, zur Not können wir einfach auch mit den Füßen die ganzen Gegenstände runterkicken, ne?
Die ist ja immer noch wach. Was soll das? Dies ist die letzte Warnung raus. Vielleicht soll ich das tagsüber machen, wenn sie draußen ist. Ich habe Sindanves Haus in Unordnung gebracht. Ich sollte mit Ranna Joe sprechen, um ihm mitzuteilen, dass der Auftrag erledigt ist. Ah, das wollte ich Chicken doch haben. Hallo Kätzchen. Guten Tag. Falsches Kätzchen. Wo ist anderes Kätzchen? Nicht da Kätzchen. Kätzchen woanders. Kätzchen hier draußen. Hallo. Was macht Kätzchen da? Habt ihr den Auftrag erfüllt? Ich habe alles durcheinander gebracht. Das wird sie eine Weile beschäftigen. Sie wird Monate brauchen, alles wieder an seinen Platz zu stellen. Danke für eure Hilfe. Hier, nehmt das. Ich habe damit Sindanves böse Gedankenkontrollmagie abgewehrt. Ich brauche es jetzt nicht mehr. Und ich habe auch das Notizbuch. Hervorragend. Lasst mich das sehen. Aha. Hier steht es. In ihrer eigenen Handschrift. Sie will uns alle umbringen. Ich wusste es. Ich behalte das lieber. Ihr wollt sicher nicht damit erwischt werden. Ich werde euch auch etwas im Tausch dafür geben. Hier. Dieses Buch könnte euch von Nutzen sein. Ein Buch. Und jetzt geht, bevor uns jemand zusammen sieht. Geht. Los, los, los. Halgias Geschichte. Bringt mir das irgendwas bei? Weg mit dem Schund. Wie nett. Fackel. Fackel, Fackel, Fackel. Fackel, Fackel, Fackel. Dann hätten wir die Quest auch abgehakt. Widmen wir uns wieder. Den Schädeln. Seegattlager. Was haben... Hier drin eine Silbervase. Eine Zange, juhu. Nein, wirklich juhu. Rot. Rot. Rot ist eine böse Farbe, weil sie immer wegzensiert wird. Ja. Modahöhle. Nee, Skalons. Du bist kein Skalon. Du bist kein Skalon. Was tust du mit mir? Creepy. Todesfalle! Warte, Fuck! Ich habe das Gefühl, der Dungeon versucht, mich umzubringen.
Jetzt schon. Wie komme ich nur darauf, dass der Dungeon versucht, mich umzubringen? Ich weiß es nicht. Ups. Toter Schatzjäger. Ja, das könnte vielleicht daran liegen. Wow. Aber hey, Chicken ist zäh. Tschüss. Bin ich überhaupt richtig? Weiß es nicht. Upsi. Wir könnten es eigentlich mal ausprobieren, aber ich habe irgendwie keinen Bock dazu. Vielleicht mal an einem anderen Zeitpunkt. Ja, Tini, ist ja gut, Tini. Wow, ausgewichen. Was haben wir hier? Abgrund. Gucken wir erstmal in den Abgrund rein. Ich hab das Gefühl... Was soll das? Spuckt ihr mir einfach so ein ekelhaftes Ding in die Fresse? Kann ich dich da runterschubsen? Sie ist auf jeden Fall runtergefallen. Das muss man mir lassen, auch wenn ich auch runtergefallen bin. Oh, die Situation ist mal wieder so chickenhaft. Aber das war nur halb so lustig wie Folge 502 von Oblivion. Was für ein Reinfall. Weil das war wirklich ein Reinfall, wo diese ganzen Leute mit voller Absicht in dieses Loch reingelaufen sind am Ende der Folge. Eigentlich mit voller Absicht. Kann ich da unten eigentlich noch lang? Wir müssen ja nicht unsere Zeit damit verschwenden, hier irgendwelche Leute zu töten, ne? Was machst du? Du betest. Wieso betest du den Skalon an? Du bist merkwürdig, weißt du das? Seelenfeuer. Verkaufen wir einfach mal. Wo seid ihr? Weg. Sie war vor einer Sekunde. Lager. Wo seid ihr? Heiligtum. Da müsste der drin sein. Wenn ich das jetzt richtig übersetze. Und? Da ist ein Loch. Und da geht es ganz schön tief runter. Ich weiß nicht, ob ich würde, dass mir gefallen würde. Kuschen wir einfach mal runter. So viele Türen. Und abwärts. Hatte Klapperscheuche. Kopflose Klapperscheuche. Oh, arme Klapperscheuche.
Komm, wir erlösen dich von deinem Leid. Mehr Klapperscheuchen. Ich habe das Gefühl, hier könnte ein Schädel sein. Ne? Ja.